Herzlich willkommen und was geht ab? Wir sehen uns heute eine sehr interessante Kryptowährung an, wieder aus dem KI-Bereich, die aber einen einzigartigen Use Case bietet. Sie hat sich darauf spezialisiert, den traditionellen Finanzmarkt und den DeFi-Bereich, also den dezentralen Finanzmarkt, miteinander zu verbinden und bietet da, wie gesagt, als einzige diese Lösung an. Wir sehen uns die Chancen, die Risiken an, natürlich auch den Chart, die Tokenomics. Am Ende des Videos sehen wir uns nochmal den Leica Presale an, den Meme-Coin, den ich gestern vorgestellt habe. Da haben mich noch einige Fragen erreicht. Wann ist das Tier-1-Listing? Wie sieht es aus mit dem Binance-Listing? Wird auf jeden Fall extrem spannend. Ihr lasst mir sehr gerne vorneweg einen Kommentar, ein Like da, um nichts mehr zu verpassen. Natürlich ein Abo, wie gewohnt, nach dem Intro. Peace. Crypto Night, Dole Mann, ich wach über den Markt und gebe Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Ja, liebe Freunde, gehen wir direkt rein. Es ist Freitag, die Woche ist rum. Geil, wir haben es wieder mal geschafft. Eine Woche näher an der Rente. Okay, liebe Freunde, und zwar habe ich mich die Tage schon etwas länger immer mal wieder mit PureFI beschäftigt. Hier fange ich auch gerade erst an, mir eine Position aufzubauen. Aber diese Kryptowährung bietet einen einzigartigen Mehrwert, einen wirklich speziellen Use Case im Crypto Space. Und zwar ist es das einzige Tor, wie sie hier schreiben, die die Einbindung institutioneller Gelder und DeFi miteinander verbinden möchte. Also der traditionelle Finanzmarkt, TradeFi und DeFi, der dezentrale Bereich. Seien Sie konform, bleiben Sie dezentral, bleiben Sie anonym. Auch das wird dann natürlich ganz groß geschrieben für das, was Kryptowährungen stehen, dezentral, anonym da unterwegs zu sein. PureFI bietet da einige Produkte an, um das Risikomanagement da zu verwalten. AML, Risikobewertung, KYC-Modul und Web3JS-SDK. Wir gehen jetzt mal auf den Use Case ein, wie das Ganze funktioniert. PureFI-Protokoll ist eine Innovation im Bereich der Kryptowährung, die darauf abzielt, mehr Sicherheit und Vertrauen in dem DeFi-Bereich zu bringen. Die Plattform bietet ein vielseitiges Ökosystem, das auf dem eigenen Token des Projekts, dem PureFI-Token PFT, basiert. Der PureFI-Token ist ein ERC-20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert. Er dient als Hauptwährung innerhalb des PureFI-Protokolls und ermöglicht den Nutzern den Zugang zu den verschiedenen Funktionen. Wie das üblich ist, eine Kryptowährung, die dann der hauseigene Token natürlich ist und im Ökosystem verwendet wird. Eine der wichtigsten Funktionen des PureFi-Protokolls ist es, die Durchführung von Kreditvergabeprozessen auf sichere und transparente Weise. Das Protokoll nutzt dabei DeFi-Technologien, um ein effizientes und vertrauenswürdiges Umfeld für die Vergabe von Krediten zu schaffen. Benutzer können Kredite beantragen, indem sie ihre Kryptowährung als vertrauenswürdiges Umfeld für die Vergabe von Krediten schaffen. Wie ich gerade sagte, das Protokoll verwendet dabei verschiedene Risikometriken, um potenzielle Bedrohungen für die Sicherheit der Transaktion zu erkennen. Das hilft den Benutzern, sich vor betrügerischen Aktivitäten oder Fehlern zu schützen und das Vertrauen in das System aufrechtzuerhalten. Und durch diesen Token können die Nutzer dann auf verschiedene Bereiche des Protokolls zugreifen. Hier sieht man das Ganze, die Smart Contracts werden eingelesen, werden durchgeschaut auf DEX, auf dezentralen Exchange, auf ZEX, auf zentralen Exchange. Das spielt keine Rolle. Wie gesagt, sie wollen ja den traditionellen Finanzmarkt und den DeFi-Bereich im Crypto-Space miteinander verbinden. Die Adressen werden registriert, Layer 1, Layer 2 ist dabei völlig egal, auf der sogenannten Hashmap. Das Ganze wird dann durchleuchtet und durch diese KI wird auch sichergestellt, dass da kein Betrug dahinter steckt, dass die Gelder wirklich da sind, dass die Kreditvergabe sicher ist. Und das bietet einen wirklichen Mehrwert, gerade für die institutionellen Leute auch. Im ersten Quartal kommt das KYC-Widget, das mit jedem Fronted-Framework kompatibel ist und ermöglicht DApps und Entwicklern einen integrierten KYC-Flow mit allen Anpassungen. KYC dürfte jeden, der eine Börse benutzt hat, ein Begriff sein, Know Your Customer, dass man weiß, wer steckt denn nun wirklich dahinter. Im Q2 kommt das Solidity SDK Upgrade mit neuesten Vorschlägen auch. Also da passiert einiges und das lässt mich extrem bullisch auf die ganze Sache zurückblicken. Hier unten sehen wir auch, wo das Ganze ansässig ist, in Hongkong, also im asiatischen Raum entwickelt. Habe ich mir auch mal angesehen, hier oben in diesem Bürokomplex ist das Ganze.
Und wie gesagt, ich finde das Ganze sehr, sehr gut. Die Widget-Risikobewertung, kennen Sie den Risikoscore Ihrer Kunden? Das ist quasi die Schufa-Bewertung nur im Crypto-Space. Das Ganze läuft dann über AML. Warum brauchen Sie das? Durch die Annahme verdächtiger Gelder gestatten Sie möglicherweise Kriminellen, Ihre Dienste für illegale Aktivitäten zu nutzen. Also Sie wollen da wirklich eine Sicherheit bieten, dass die Leute da safe ihre Gelder der Firma, dem Unternehmen in die Hand geben und damit vertrauenswürdig umgegangen wird. Unsere Wallet- und Transaktionsprüfung trägt dazu bei, dass die Kryptowährung Ihrer Kunden sicher verwendet werden kann und frei von illegalen Aktivitäten ist. Sehen wir uns kurz die Tokenomics an. Momentan 8% plus heute, korrigiert gerade etwas. Aber der ganze Markt ist ja gerade ein bisschen, nicht korrektiv. Also wir sehen uns das mal an. 2-3% hier im Minus, das sprechen wir nicht mal von einer Korrektur. 8 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Wer mich kennt, weiß, das ist gar nichts. Die Upside ist hier extrem mit wenig Investment. Ich weiß, man kann nicht alles kaufen, aber hier kann sich das doch lohnen. Was mir bei den Tokenomics sehr gefällt, 100 Millionen Stück wird es geben. Davon sind 58,4 Millionen im Umlauf, somit 58,4% schon im Umlauf. Und das finde ich persönlich sehr gut. Das Ganze könnt ihr nur dezentral oder die Kryptowährung könnt ihr nur dezentral erwerben. Gott sei Dank über die Binance Smart Chain. Da sind die Transaktionsgebühren extrem niedrig. Ich habe auch heute das erste Mal gekauft. Nach längerer Recherche, man muss ja natürlich immer ein bisschen gucken, was steckt dahinter. Auch das Team, sehr wichtig. Da habe ich mir den guten Slava Demutschuk mal angesehen, den CEO und Founder natürlich des Projektes. Und habe den mal ein bisschen durchleuchtet, was man so im Internet findet. Bei LinkedIn, scheint alles gut auszusehen. Habe auch mal durch einen Scam-Advisor die ganze Sache fahren lassen. Also sieht sehr, sehr gut aus. Und ganz wichtig, wichtige Partnerschaften im Crypto-Space natürlich. Mit Polygon zum Beispiel, Polygon ID. Also auch hier wird mit dem Crypto-Space in Summe zusammengearbeitet. Finde ich persönlich sehr, sehr nice. Also das zu PureFI. Da fange ich jetzt an, mir eine Position aufzubauen. Ihr sagt mir, was ihr davon haltet. Gehen wir rüber zu Laika, der Meme-Coin, der wirklich verspricht, mehr zu sein als nur so eine billige Seite, wo du in Memecoin investieren kannst und da kein wirklicher Use Case dahinter steckt. Das ist hier schon etwas anders. Laika hat natürlich auch eine Geschichte, der erste Hund, der ins Weltall geschossen wurde, dort leider noch am ersten Tag verstorben ist in der Kapsel. Also heute unvorstellbar, das arme Tier. Ihr könnt das Ganze über meinen Link unten in der Videobeschreibung über Telegram euch zulegen. Da ist auch ein Video, falls ihr nochmal irgendwie deine Hilfestellung braucht, aber im Prinzip ganz einfach. Ihr tretet dort Laika bei, dann tretet ihr der Laika-Gruppe bei. Ihr werdet nach einem Passwort gefragt. Dann bekommt ihr eine Adresse, an die ihr die USDT schickt. Ganz wichtig, nur über die Binance Smart Chain, ob ihr das von Binance überweist, von eure dezentralen Wallet von MetaMask, das ist völlig egal und könnt da an dem Presale teilnehmen. Ich habe hier, wie ihr seht, 163 Millionen Laika Token. Der Token kostet momentan 0,00026 irgendwas. Der Laika Token ist natürlich der Token des Ökosystems. Es gibt auch ein Mobile Game, was schon so ein bisschen gerade gestartet wird, aber noch nicht wirklich in der Endphase ist. Ihr seht es hier, ich habe mir das mal angeguckt. Ja, da kann man das Spiel hier laufen, mitmachen. Ist so ein bisschen erinnert an Decentraland. Ja, da wird auf jeden Fall noch dran gearbeitet. Und genau, das Laikaverse natürlich auch wird integriert. Laika Wallet wird es auch geben. Globale Marke, also ein Branding. Es wird auch vermarktet. Und die ganze Sache wird sehr, sehr groß aufgebaut. Und das finde ich ganz gut. Die Roadmap. Wie gesagt, das Token-Listing ist das allererste, was ansteht. Deswegen denke ich, im Februar wird es nicht mehr passieren, aber spätestens im März der erste Launch. NFT-Kollektion, Mobile Game. Also da gibt es so einiges, was noch kommt und was mich natürlich auch da bullish drauf schauen lässt. Das Ganze ist über Solana oder ist ein Solana-Meme-Coin. Solana-Meme-Coins, Miro zum Beispiel, das sieht sehr, sehr gut aus. Haut mir eure Meinung dazu in die Kommentare.
Wenn ihr mich noch unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft abschließt. Da bekommt ihr dann Einblick in meine Watchlist, in meine Käufe, was ich hier so im Crypto-Space treibe. Oder ihr meldet euch sehr gerne über meine Partnerbörsen an, Pionex oder Bitget. Da würde ich mich extrem freuen. Mit meinem Link bekommt ihr auch nochmal 15% auf eure Handelgebühren. Und hier gibt es auch Trading-Bots kostenlos integriert. Das gleiche auf Bitget. Würde mich, wie gesagt, extrem freuen. Ansonsten lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like da und natürlich das Abo nicht vergessen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Peace. Hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.